herzlich willkommen zu unserem allerersten Video im Jahr 2021. Die Fitnessstudios haben ja zu, Sport ist momentan nicht wirklich möglich drinnen, deswegen probieren wir heute drei Lifehacks für euch aus, ob man sich ein Homegym daheim bauen kann für unter 10 Euro. Wir sind gespannt, ihr hoffentlich auch. Und wie es weitergeht, seht ihr wie immer nach dem Intro. Zu Lifehack Nummer 1, die Langhantel. Alles, was ihr dafür braucht, sind zwei Sixpack Wasser, einmal Klebeband, sollte eigentlich sowieso jeder daheim haben, und einen handelsüblichen Besenstiel. Genau, fangen wir mal an zu bauen. Dennis, ich trainiere für dich. Okay. So. Ich würde sagen, klappt gut. Schwer ist es auf jeden Fall auch. Also würde ich das jetzt noch ein paar Mal öfters machen. Hat die irgendwie noch einen Muskelkater? Dann würde ich sagen, Lifehack Nummer 1 hat geklappt. So, da kommen wir schon zu Lifehack Nummer 2. Dafür braucht ihr wieder einen Besenstiel. Den sägen wir gleich auf 50 cm ab. Dann so einen kleinen Becher, Pudding, Joghurt, Sauerkraut, keine Ahnung, was ihr halt so daheim habt. Einen etwas größeren Eimer, Putzeimer oder sonst was. Und einen Sack Betonestrich. Müsste jetzt nicht 40 Kilo sein, aber genau. Das brauchen wir und dann legen wir los. So, Fleischduft abgebrochen, nehmen wir den Edding. Und los geht's. So, dann haben wir jetzt einmal 50 cm. Oder? Gehörschutz setze ich auf, Brille auch und dann kann es losgehen. Also ich will nicht sagen, ne? Aber so eine Kappsäge ist mir deutlich lieber als eine mit der Hand. Noch was vorbereitet, bei dem Besenstiel habe ich einfach Schrauben reingedreht. Genau, damit es jetzt alles besser fixiert ist. Als nächsten Schritt nehmen wir jetzt den Beton, den wir angemischt haben, füllen ihn in diesen kleinen Joghurtbecher, stecken den Besenstiel rein und lassen alles aushärten. So, jetzt nehme ich nochmal den Spachtel und mache alles so gut es geht glatt. Und dann sind wir schon fertig.
So, unsere Kurzhantel bzw. die Hälfte unserer Kurzhantel steht jetzt hier hinten im Joghurt-Eimer und härtet einmal aus. Das dauert jetzt ungefähr 2 Tage und dann, wenn alles ausgehärtet ist, machen wir die andere Seite. So, 3 Tage später sind wir wieder zurück. Unser Beton ist ausgehärtet, wie ihr sehen könnt. Jetzt tun wir den aus dem Joghurtbecher rauslösen. Und dann haben wir den ersten Teil von unserer Kurzhantel schon fertig. Also wir haben wieder etwas Wasser in unseren großen Eimer geschüttet. Und jetzt kommt wieder der Beton dazu, wie das letzte Mal auch. Was? Das Ganze noch schütteln, damit wir nicht solche Bläschen haben oder weniger Bläschen, als wir hier oben haben. So. So, und jetzt sind wir wieder 2 Tage später für unsere Hantel. Wir lösen wieder sie aus dem Gummi raus. Und schon sind wir fertig. Wenn man natürlich mehr Gewicht haben möchte, ich bin jetzt nicht die Allerstärkste, aber ich kriege es trotzdem hoch, da muss man natürlich einfach einen größeren Joghurt-Eimer, Sauerkraut-Eimer, Schlag mich tot nehmen. Genau. Und dann legen wir los und werden total fit. So, wir kommen jetzt zu Nummer 3 des Lifehacks. Und zwar das Laufband. Dafür brauchen wir nur ein bisschen Spülmittel, ein bisschen Wasser und irgendwas, wo wir uns festhalten können. Wir stehen jetzt hier in unserer Showroom-Küche und fangen jetzt mal an. Okay. Also wir nehmen jetzt das Spülmittel, tun es ein bisschen auf den Boden verteilen. Anna, was sagst du? Reicht so? Reicht. Kommt. Jetzt nehmen wir. So, jetzt brauchen wir ein bisschen Wasser. So, und los geht's. Oh Gott. Es ist auf jeden Fall anstrengender, als ich gedacht habe. Anstrengend. Soll ich noch ein bisschen schneller machen? Aber funktioniert. Puh. Ach, das mache ich. Warte. Also Fazit Nummer 3, Lifehack Nummer 3, klappt optimal. So, also ich würde sagen, alle 3 Hacks haben bestanden. Wir würden auf jeden Fall fit durch den Lockdown kommen. Wenn ihr was nachbaut, dann verlinkt uns doch gerne bei Instagram, Facebook, YouTube, wo auch immer. Und wenn ihr noch andere Ideen habt, was wir nachbauen könnten, ob es jetzt Fitnessstudios oder irgendwelche anderen Sachen, dann schreibt uns doch gerne. Und ja, dann hoffe ich, ihr kommt auch viel durch den Lockdown. Und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Das ist doof. Aber schau mal. Gut hin, ne? Tschüss.